Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Ich würde sagen, wir drücken auf Laden. Wir bekommen wahrscheinlich ja sowieso erstmal wieder diesen Ladebildschirm. Was? Lade doch bitte. Auswählen, ja. Wieso nimmt er das nicht? Ach so, jetzt muss ich ja fortsetzen, okay. Den Ladebildschirm werden wir jetzt benutzen, um ein, zwei Infos abzusprechen. Und zwar zum einen, tut mir unheimlich leid, die letzte Folge war audiomäßig unter aller Sau. Ich wurde auch darauf angesprochen, es stimmt, definitiv war unter aller Sau. Ich habe mich jetzt hingesetzt, habe jetzt mal eine halbe Stunde rumprobiert, die ganzen Einstellungen durchprobiert, habe auch wieder das T-Bone. Ich werde mir auch selbst jetzt bald ein T-Bone besorgen. Und es dürfte jetzt alles passen. Ich hoffe auch, dass der Ingame-Sound richtig abgemischt ist. Es dürfte theoretisch auch keine Asynchronitäten mehr geben. Es gibt halt so viele blöde Einstellungen bei Ingame-Sound und Mikro und ach, das war wuh. Aber ich glaube, es passt jetzt. Gebt mir bitte kurz Feedback, ob alles so jetzt in Ordnung ist. Mittwoch, 10 Uhr, 37, 48,36 mm Niederschlag. Und wir spielen Scott Shelby. Habt ihr das jetzt eigentlich gesehen, dass ich die Lautstärke leiser gemacht habe? Vom Fernsehen? Ich weiß gar nicht, ob das mit aufzeichnet, aber ich vermute schon. Ja genau, was machen wir jetzt eigentlich? Shelby, sag mir mal ein paar... Kein Asthma im Moment, wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche, für alle Fälle. Mhm. Die andere Gedanke? Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Okay. Dann gehen wir mal rein. Besuchen wir doch mal Susan. Shelby, geh doch bitte die Treppe rauf. Habt ihr nicht schon Lieblingscharakter? Ihr habt ja alle vier schon kennengelernt. Ich habe ja übrigens in der letzten Folge, jetzt schauen wir da mal rein, gefragt, oh ein Baby, welchen Weg wir beibehalten sollen. Und ich habe eine Antwort bekommen und die war die gute Tour. Das machen wir doch wohl dann auch. Okay. Klopfen Keine wir mal. Antwort, ein Baby schreit drin. Kein guter Anfang. Gut. Gibt's doch nicht. Was machen wir denn jetzt, Scott? Hintertür. Ich sollte mich umsehen. Es sollte noch einen anderen Weg hineingeben. Möchtest du jetzt wirklich einfach so hineingehen, Scott? Ja gut, wenn er meint. Babygeschrei und keiner reagiert. Sieht nicht gut aus. Was meinst du damit? Denkst du, sie ist abgehauen? Ja gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Eine Hintertür meint, da hätten wir hier irgendwo. Dann schauen wir mal. Das Haus angesprayt. Sowas ist übel. Sowas ist mies. Sonst hat er keine Gedanken mehr. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir sie auch schon, die Hintertür. Komm, geh vorbei hier am Gestreu. Ja, da. Sehr schön. Schauen wir mal. Wir hier reinkommen. Woher weiß er, dass es hier eine Hintertür gibt? Was ist da drinne? Sei vorsichtig, Scott. Oh, ein Zettel. Ist sie wirklich abgehauen? Jemand da? Mrs. Bowles. Was ist das für ein Zettel? Was steht da drauf? Oh, mein Gott. Es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Kümmern Sie sich um mein Baby. Ach du heiliger Schreck. Warte, Kleines, ich muss erst die Mama finden. Okay, wir wollen uns mal ein bisschen hier jetzt umschauen. Was haben wir hier? Wo geht's hier lang? Ist sie hier drinne? Hallo? Kinderzimmer? Ist auch noch eine Tür? Was ist hier? Da können wir rein. Mrs. Bolt! Mrs. Bolt, sind Sie da? Ich würde sagen, wir treten ein. Und nochmal, komm schon. Kräftiger! Komm schon! Geht doch. Ach, du Heilige. Hallo? Okay, erst mal ein bisschen rütteln. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Okay. Aufwachen. Schnell, heb sie hier raus. Und komm schon. Auf geht's. Schnell. Noch ein Stück. Und raus damit. So, und jetzt am besten zum Bett, würde ich sagen. Perfekt, man kann sich hier ablegen. Okay.
Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Okay, sie ist zumindest noch wach, das ist gut. Sie ist noch bei Sinnen. Zum Glück gibt's immer noch die Leute, die es nicht wissen, dass man... Naja, ich sag's jetzt mal nicht. Okay, perfekt. Erstmal die Hände waschen. Desinfizieren so quasi. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn man was zum Desinfizieren hätte. Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. Mhm. Verbandszeug, Heftpflaster, perfekt. Okay. Schnell, Sherby. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist es dann doch zu tief. Also am besten erstmal schön brav einbinden. Okay, ein bisschen beruhigen. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Okay, draufdrücken. Okay. Erstmal schön draufdrücken, die Blutung ein bisschen versuchen zu stillen. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Einbinden. Wach bleiben. Okay. Festmachen mit Heftpflastern. Perfekt. Das nächste Heftpflaster. Super. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Dich braucht jetzt gerade gar keiner. Gut. Du brauchst dich selbst. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby, okay? Es ist immer wieder schön, die Leute dann am Ende zu sehen, dass sie doch... Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Dass sie eigentlich doch überleben wollen, das finde ich immer wieder schön. Sie heißt Emily. Emily, okay. Okay. Weil es halt einfach manchmal wirklich eine Kurzschlussreaktion sein kann, aber muss nicht sein. Kann auch durchaus oftmals sehr gut überlegt sein. Okay, wir gehen zum Baby. Hallo, Emily. Na, Sherby. Ach. Entschuldigung. Wir wollen natürlich erstmal die Hände waschen. Wir können doch nicht mit blutverschmierten Händen jetzt das Baby hier... Okay, hier haben wir auch schon das Essen, ist auch schon schön, dass wir schon mal die Trinkflasche hier haben. Perfekt. Gut. Nehmen wir die gleich mit? Nee, dürfen wir nicht, okay. Wir müssen also erst herausfinden, dass der Kleine Hunger hat. Hallo, Emily. Die Kleine. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, nee. Naja, gut. Wir wollen dem Kleinen ja helfen. Einmal bitte wickeln. Hoffen wir mal, dass der Mami bald wieder okay. Gut geht, ne? Wie ging das nochmal? Die Windel weg. Ne? Ich finde es ja schön, dass die Kleine zumindest so mehr oder weniger zensiert ist. Das ist schön, da müssen wir sie selbst nicht zensieren. So. Missy, gut, schön. Das gefällt mir immer wieder. Viereck auch noch. Ja, Windeln wechseln ist halt nicht so leicht. Das ist besser. Okay. Emily ist gewickelt, perfekt. Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Ja, ich dachte ich eigentlich auch, Shelby. Okay, aber ich glaube, jetzt brauchen wir das Trinken erstmal. So. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja, könnte durchaus besser sein. Aber nicht zu lange, Sherby. Nicht zu lange. Schalten wir mal ein. Gibt es ein Signal, wenn es fertig ist? Ja, gibt es. Okay, gut. Soll ja nicht zu heiß werden. Ist nicht gut für das Kleine, wenn es zu heiß wird. Also komm schon, Sherby. Erstmal bitte... was zu trinken geben. Und dann schauen wir nochmal nach der Mami. Wie es der Mami denn geht. Aber die Windel hättest du doch ruhig zusammenfalten Emily, können. Hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Er ist schon ziemlich liebevoll. Das muss man ihm sagen. Ihm lassen.
Okay. Ah, sehr brav. Es geht ziemlich schnell. Wäre schön, wenn es im echten Leben auch so schnell gehen würde. So, und jetzt kommt noch die Lieblingsbeschäftigung. Einer jeder Mutter und eines jeden Vaters und Babysitter. Einmal über die Schulter, oder? Oder? Natürlich, einmal über die Schulter. Und Rücken klopfen und warten, bis das Bäuerchen kommt. Und dann hoffentlich kein Bäuerchen mit Mageninhalt. Oh, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Okay, dann wiegen wir es ein bisschen hin und her und wieder zurück. Und wieder hin. Wieder her. Und wieder das grinst. Ist schön gemacht. Für das, dass das Spiel ja doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ist es meines Erachtens doch ziemlich schön. Da freue ich mich schon sehr auf Beyond Two Souls. Es wird ja das gleiche Spielprinzip sein. So, aber jetzt schauen wir mal nach der Mami, wie es dir geht. Liebe Mami, ich hoffe, dass du dich jetzt nicht schon wieder... Wir wissen schon, ne? Und? Oh, was haben wir denn hier? Achso, wir können uns hier Hilfe hin. Mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Vermute eher was anderes. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Aber diesmal wirklich. Ich vermute ja ganz scharf, dass Jeremys Vater die gleichen Dinge bekommen hat wie Ethan. Eben auch diese Origami-Figuren. Und deswegen vermutlich verschwunden ist. Denn wer weiß, was diesen ganzen Origami-Figuren alles für Aufgaben haben. Okay, es ist leer. Gut, dann haben wir also ein Handy. Ethan hatte auch ein Handy bekommen. Pass auf deine Mama auf. Mhm. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Wen wir als nächstes spielen dürfen. Was ist los? Hätten wir die Sachen vom Tisch nehmen können? Oder warum wurde jetzt auf den Tisch plötzlich hingefilmt? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, doch, das würde mich interessieren.
Erinnerung, bewegen Sie den Controller schnell in der angezeigten Richtung. Ja, das weiß ich alles. Ist alles kein Problem. Ach ja, Leute, ich sag's euch, die Ladebildschirme, ja, ich sollte sie mal schneiden. Na, ich hatte solche Probleme mit dem Schneiden, deswegen auch. Hat auch die letzte Folge schon wieder so lange gedauert, bis sie kommt. Und ach, also es ist schon manchmal ein bisschen schwierig, mit dieser Capture Card aufzunehmen. Vor allem, wenn man sich noch gar nicht so stark auskennt. Und es ist zeitverzögert. Das, was ich am Fernseher sehe und das, was ich auf meinem PC sehe, ist zeitverzögert. Am PC kommt es erst später an. Und ich weiß nicht, muss ich drücken? Also muss ich zu reden anfangen und zu drücken, sobald ich das am Fernseher sehe, was ich sehen will? Oder muss ich warten, bis am PC angezeigt ist? Sie haben eine Trophäe verdient, Babymeister. Okay. Mittwoch, 11.03 Uhr, 49,23 mm Niederschlag. Und es scheint so, als wären wir wieder mit Ethan Mars unterwegs. Ah ja, der Auftrag, dass wir in die Werkstatt sollen, wie es scheint. Und das war im Schließfach? Moment, nee, im Schließfach war die Kiste, genau, mit den Origami-Figuren. Das hier war in der Kiste. Okay, der Auftrag. So, erstmal die Gedanken abgehen. Der Parkschein in der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft, aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Entschuldigen Sie? Hallo? Hey. Hallo. Oh. Geht doch. Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich habe hier was für Sie. Ich möchte mein Auto. Oh, was schaut er jetzt so? Ethan, haben wir noch einen Gedanken? War ich schon mal hier? Sie haben vielleicht ich erinnere keine mich Geduld. Nicht. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Seit Den zwei? Wir mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, 2 Jahre? Das Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl Danke. Finden Sie am Ende der Werkstatt. Na, einen schönen Tag noch, Meister. 2 Jahre? Fahrstuhl am Ende der Werkstatt. Drittes Tiefgeschoss. Okay. Das okay. Auto steht seit 2 Jahren hier. Was bedeutet das? Ist das nicht der Fahrstuhl? Doch, das ist der Fahrstuhl. Seit 2 Jahren? Das ist schon krass. Da muss es lange geplant haben, dieser Origami-Killer. Okay, drittes Untergeschoss. Dann schauen wir mal, was es mit diesem Wagen auf sich hat. Solange es keine Leichen auf dem Rücksitz oder im Kofferraum hat. Okay. Gut. Nee, nicht da lang, Ethan. Zurück geht's nicht mehr. Das weißt du ganz genau. Gut, dann müssen wir also den Wagen suchen. Ich würde sagen, den Wagen suchen wir aber in der nächsten Folge, denn ich werde hier beenden und dann sehen wir uns in wenigen Tagen wieder bei einer weiteren Folge von Heavy Rain. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!